Die meisten Menschen sind heute unterbeschäftigt und bei schlechter Gesundheit. Gesundheit ist die Art, wie Leben ist. Wenn du dem Leben erlaubst, voll zu funktionieren, ist es gesund. Nur durch den Gebrauch dieses Körpers kannst du ihn gut erhalten. Je mehr du ihn gebrauchst, umso besser wird er. Es war einmal ein junger Arzt. Er ging zu seinem älteren Kollegen und sagte, er habe ein paar Probleme mit einer bestimmten Diagnose bei einem Patienten. Da sagte der ältere Kollege, die Nerven und Erbrechen, nicht wahr? Ja, aber ich finde keinen medizinischen Grund dafür, dass er es mit den Nerven und dem Erbrechen hat. Also schlug der ältere Kollege vor, frag ihn, ob er Golf spielt. Wenn er spielt, rate ihm, damit aufzuhören. Wenn er sagt, ich spiele nicht, fordere ihn aufzuspielen. Er wird schon wieder gesund. Mit der Gesundheit ist es wirklich so. Einige Menschen sind überarbeitet und bei schlechter Gesundheit. Die meisten Menschen sind heute unterbeschäftigt und bei schlechter Gesundheit. Wenn du vor 200 Jahren hier auf diesem Planeten gelebt hättest, dürftest du körperlich mindestens 20 Mal aktiver gewesen sein, als du es jetzt bist. Körperlich. Definitiv, nicht wahr? Du wärst zu diesem Ort gelaufen, du hättest alles mit deinen Händen gemacht, du hättest mindestens 20 Mal mehr Aktivität aufgebracht. Ich denke, ich irre mich wahrscheinlich 100 Mal mehr. Einige von euch 250 Mal mehr. Wenn du also so viel Aktivität aufgebracht hättest, dann hätte ich dir gesagt, mach eine Pause, ruh dich aus. Nun, der Körper wurde nicht in Anspruch genommen. Nur durch die Inanspruchnahme dieses Körpers kannst du ihn gut erhalten. Wenn du Gesundheit sagst, sprichst du über körperliche Gesundheit. Du musst diesen Körper gebrauchen. The more you use it, the better it gets. Je mehr du ihn gebrauchst, umso besser wird er. Vor ein paar Jahren, als wir hier eine kleine Gruppe von Leuten waren, nahm ich sie mit auf eine Wanderung. Als wir also unterwegs waren, startete damals, ungefähr 6 Wochen zuvor, ein Marinehubschrauber von Mangalore. Und ich habe Geschichten gehört, ich weiß nicht, inwieweit das stimmt. Die Leute sagten, es waren da einige wichtige Dokumente im Flugzeug und solche Dinge. Und ich meine, im Hubschrauber mit 4 hochrangigen Offizieren und dem Piloten, der Hubschrauber stürzte im Dschungel ab. Er ist sehr dicht, Western Ghat. Die Berge und der Dschungel ist sehr, sehr dicht. Auch 6 Wochen später hatten sie den Hubschrauber nicht gefunden. Also kampierte dort ein ganzes Armeebataillon, das den Dschungel von einem Ende zum anderen durchkämmte, um diesen Hubschrauber ausfindig zu machen und zu bergen, was auch immer sie von dort bergen mussten. Es gab also ein ganzes Bataillon von bewaffnetem Personal, vielleicht 200, 250 Leute kampierten dort. Und sie durchkämmten den Dschungel. Sie waren 6 Wochen lang dort. Als wir also da reinliefen, wir hatten Probleme mit dem Kochen und allem, weil es in Strömen regnete und wir einen ganzen Tag lang gelaufen waren. Und dann kamen wir in dieses Armeelager und machten uns zu ungebetenen Gästen, weil es gut nach Essen roch. Und du kennst den Wert von Essen wirklich nur, wenn du deinen Körper so in Anspruch genommen hast.
Wenn du 20, 30 Kilometer an einem Tag läufst und am Ende des Tages nicht gegessen hast, dann schätzt du das Essen wirklich. Wir kamen also hin, und dieser Offizier war sehr großzügig. Er begrüßte uns und war sehr froh, dass wir da waren. Der Kommandant von dort und einer der Unteroffiziere in der indischen Armee, sie nennt man Havalda. Was? Hm? Havilda. Und dieser Typ sah uns bloß an und er fragte uns, warum wandert ihr? Wir sagten, einfach so, wir wollen laufen. Er konnte es nicht glauben. Er sagte, einfach so? Wir sind hier seit 6 Wochen. Wir warten nur darauf, wann diese verdammte Sache vorbei sein wird. Jeden Tag müssen wir 20, 30 Kilometer laufen auf der Suche nach diesem verdammten Hubschrauber, den wir nicht finden können, und ihr lauft nur so zum Spaß? Er wollte uns einfach nicht glauben. Ist das möglich, dass jemand einfach nur zum Spaß laufen kann? Blasen an deinen Beinen und ihr wisst schon. Er konnte das einfach nicht glauben. Er versteht nicht, was er als eine Kraftübung in der Armee tut, hält ihn so gesund und wohl auf. Ja, er versteht das nicht. Deswegen Gesundheit. Eine der einfachsten Sachen zur Gesundheit ist, einfach den Körper zu gebrauchen. Wenn du den Körper genügend gebrauchst, hat der Körper alles, um Wohlergehen für sich selbst zu schaffen. Heißt das, das ist der einzige Punkt? Nichts wird mir mehr passieren, ich werde perfekt sein? Ich würde sagen, wenn wir unseren Körper physisch so stark in Anspruch nehmen würden, wie wir sollten, ich würde sagen, 80% der Erkrankungen auf diesem Planeten würden einfach verschwinden. 80%. Es bleiben 20%. Weitere 10% davon sind wegen der Art des Essens, das Menschen zu sich nehmen. Wenn sie die Essgewohnheiten verändern, weitere 10% würden verschwinden. Das heißt, nur 10% der Erkrankungen würden übrig bleiben. Die passieren aus verschiedenen Gründen. Einer ist karmisch, ein anderer könnte atmosphärisch sein und es gibt noch andere Aspekte, die im System passiert sein könnten, die man sich ansehen kann. Wenn von all den kranken Menschen 90% allein durch die Inanspruchnahme des Körpers und die richtige Ernährung gesund werden, könnten 10% leicht behandelt werden. Aber jetzt ist der Umfang der Beschwerden so groß, weil wir nicht richtig essen oder wir sehr richtig essen und den Körper nicht richtig gebrauchen. Nun, abgesehen davon gibt es andere Aspekte des Lebens. Um es ganz einfach zu sagen, wenn du deinen Körper trainierst, wenn du nur dies machst, 1000 Mal am Tag, mach dies einfach so 1000 Mal am Tag, und nach einem Monat schau einfach, wie gut deine Hand funktionieren wird. Einfach dadurch. Sitz einfach da und mach nur das 1000 Mal am Tag. Nach 30 Tagen wirst du feststellen, dass deine Hand wunderbar funktioniert. Wenn du das mit deinem Verstand tust, wird er innerhalb eines Monats wunderbar funktionieren. Wenn du dies mit deinem Herz tust, wird es wunderbar funktionieren. Wenn du das mit deinen Lebensenergien tust, werden sie wunderbar funktionieren. Wenn all diese Dinge gut funktionieren, ist das Gesundheit. Du musst also nur deinen Körper gebrauchen, deinen Kopf gebrauchen und deine Energien gebrauchen. Wenn diese drei Dinge gut trainiert und ausgeglichen sind, wirst du gesund sein. Das ist mir mal passiert vor langer Zeit, wovon ich spreche. Das war erst das zweite oder dritte Babaspandana, das Babaspandana-Programm, das ich anleitete. And it was one of those little chow trees.
Und es war eines dieser kleinen Gästehäuser, bei denen man, ihr wisst schon, man musste unzählige Male die Treppe rauf und runter laufen, weil die Bauweise so war. Ich habe mal an diesem Tag gezählt. An einem bestimmten Tag unterrichtete ich und ich hatte die Küche zu managen und alles. Ich lief an diesem Tag die Treppe 125 Mal rauf und runter. Und ich fühlte mich am Ende des Bhavaspandana sehr gesund. Ich bin sicher, viele von euch, die in den Bhavaspandana-Kursen als Freiwillige gearbeitet haben, sind sehr stark und gesund geworden. Ein plötzlicher Ausbruch von Aktivität könnte dich umwerfen. Aber wenn du Aktivität in dein Leben einbaust, körperlich, geistig und energetisch, all diese Dinge, wenn du sie einbaust, dann wird sich Gesundheit einstellen. Dein Körper funktioniert gut, dein Verstand funktioniert gut und deine Energie unterstützt die beiden und sorgt dafür, dass nichts schief geht. Das ist Gesundheit. Das Leben geschieht in vollem Fluss, das ist Gesundheit. Gesundheit ist keine Vorstellung, es ist keine medizinische Vorstellung. Die medizinische Ärzteschaft und das medizinische Wissen sind immer wichtiger geworden, weil wir einen sehr ungesunden Lebensstil aufgebaut haben. Noch nie zuvor in der Welt hatte die Medizin eine derartige Bedeutung, wie sie heute hat. Einfach, weil wir immer bewegungsärmer werden und so werden wir immer ungesünder. Was vor 100 Jahren ein 60-jähriger Mensch an körperlicher Aktivität verrichtet hat, diese Aktivität kann heute ein 20-Jähriger nicht mehr tun. Das bedeutet schlichtweg, dass wir die Menschheit schwächen. Eine degenerierte Menschheit werden wir im Laufe der Zeit. Du musst ihn also in Anspruch nehmen. Gesundheit ist nicht etwas, das du erfindest. Gesundheit ist nicht deine Vorstellung. Gesundheit ist, wenn das Leben gut läuft. Der Lebensprozess läuft gut ab. Das ist Gesundheit. Gesundheit ist die Art, wie Leben ist. Wenn du dem Leben erlaubst, voll zu funktionieren, ist es gesund.